Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Gesundheitsthema. Es geht auch heute wieder um einen Artikel, den das Ärzteblatt veröffentlicht hat, in dem es um eine Studie geht, die im Translational Psychiatry veröffentlicht wurde, die zu beweisen meint, vielleicht, ich bin mir bezüglich dieser Studie noch nicht sicher, was ich davon halten sollte, dass man von Übergewicht Depressionen bekommt, beziehungsweise dass das Risiko an Depressionen zu erkranken mit allen 10 Kilos, jeweils 10 Kilo mehr, steigt das Risiko um 17% an Depressionen zu erkranken. Und das Ganze ist untersucht worden mit Hilfe einer Mendelschen Randomisierung. Das heißt, sie haben sich Gene angeguckt. Gene, die für Übergewicht verantwortlich sind und Gene, die für Depressionen verantwortlich ist, und haben dann versucht, eben auszuschließen oder beziehungsweise behaupten auszuschließen, dass nicht die Depressionen das Übergewicht verursacht haben, sondern das Übergewicht die Depressionen verursacht haben. Wir haben den Fall häufiger, auch bei Diabetikern ist es so, dass Diabetiker häufig an Depressionen leiden und dass man nicht weiß, was war zuerst da, die Henne oder das Ei. Also haben die zuerst gegessen, sind dann dick geworden und waren deswegen depressiv, oder waren die depressiv und haben versucht, ihre Depressionen selbst zu medizieren, indem sie halt gegessen haben. man mag sich da die Gene angucken und sagen, okay, die und die Gene oder steigern das Risiko an Depressionen zu erkranken oder machen eine Person vulnerabel für Depressionen und die Gene machen einen vulnerabel für Übergewicht. Ich glaube aber, dass es dann doch wieder nicht so einfach ist, wie alles auf Gene zu schieben. Denn Dinge können genetisch sein, Dinge können aber auch durch die Umwelt geprägt werden. Und ich persönlich glaube, da habe ich auch am Wochenende mit einer Freundin drüber geredet, da ging es um Eltern und Kinder und so weiter, dass die Umwelt den Menschen viel, 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 viel mehr prägt als die Gene häufig. Und dass wir häufig nicht unsere Eltern Gene erben, sondern unsere Eltern Verhaltensweise. Und dass deswegen vielleicht jemand, dessen Eltern Diabetiker sind, auch Diabetiker wird. Und dass jemand, dessen Eltern depressiv sind, halt auch dazu neigt, depressiv zu werden. Weil andere Leute einem was vorleben und man lebt das dann einfach nach. Und wenn Eltern selber keine Konfliktbewältigungsstrategie haben, dann lernt das Kind die vielleicht auch einfach gar nicht. Sprich, wenn die Mutter dem Kind vormacht, dass man, wenn man traurig ist oder wenn man enttäuscht ist, dass man dann isst, dann macht das Kind das vielleicht einfach mal nach. Und solche Sachen. Das heißt, der Artikel erklärt das auch so. Dicke Menschen leiden häufig unter ihrem Körperbild und weil sie darunter leiden, werden sie depressiv. Möglich. Man merkt da an, dass auch Leute, die kleiner sind als andere Leute, auch dazu neigen, also eher dazu neigen, depressiv zu werden. Aber nicht ganz so stark wie Übergewichtige dazu neigen, depressiv zu werden. Also Leute, die mit ihrem Körper unzufrieden sind, aus welchem Grund auch immer, neigen eher dazu, depressiv zu werden. Ja, ist möglich. Vielleicht spielt hier aber auch noch das Konzept der Selbstwirksamkeit mit rein. Ich habe letztens, es läuft ja immer noch gerade hier meinen Raus aus der Lustfalle Online-Kurs, und irgendwie, während ich so die Teilnehmer beobachte und mein Leben beobachte und ich mache am Mittwoch ein Video darüber, wie man seine Wohnung sauber kriegt, trotz ohne Motivation oder so. Wenn man keine Selbstwirksamkeit hat, wird man depressiv. Das Ganze geht auch wieder zurück auf meine Doktorarbeit beziehungsweise Sachen, die ich da recherchiert habe. In einem Trauma sollte man eigentlich, also wenn man in eine Situation kommt, die für einen gefährlich ist, man aus dieser Situation aber nicht rauskommt aus eigener Kraft und auch niemand einem hilft, aus dieser Situation rauszukommen, dann wird man traumatisiert oder kann man traumatisiert werden. Und das kann dazu führen, dass man auch danach Probleme hat, Selbstwirksamkeit zu generieren, beziehungsweise sich die dann selber abspricht. Und viele Leute, die schon seit 20, 30 Jahren Diäten halten und es nie schaffen abzunehmen, auch die haben ein mangelndes Gefühl an Selbstwirksamkeit. Und die meisten Leute, naja, nee, ist unterschiedlich. Manche Leute haben Selbstwirksamkeitsprobleme nur in
wenigen Bereichen, andere haben das direkt in allen Bereichen. Und dann kommt es zu dieser totalen Überforderung im ganzen Leben. Also man hat Beziehungen nicht im Griff, man hat den Job nicht im Griff, man hat sein Gewicht nicht im Griff, man hat sein Essen nicht im Griff, man kriegt seinen Sport nicht auf die Reihe, man kann sich zu nichts disziplinieren, man kriegt seine Wohnung nicht sauber. Und das ist auch so eine Sache. Und bei solchen Sachen hilft Struktur und Babyschritte und Minimalismus oder solche Sachen. Also es gibt diverse Techniken, um mehr Selbstwirksamkeit zu generieren. Und in dem Moment, wo man Selbstwirksamkeit empfindet, lichtet sich auch die Depression. Und vielleicht ist das das Problem bei Übergewichtigen. Also jetzt eben nicht, dass das Körperfett Botenstoffe sezerniert, die depressiv machen oder sowas. Diese These wird hier auch gar nicht aufgestellt im Übrigen. Sondern das Übergewicht bzw. Esssucht, und da bin ich wieder da. Zu einem Mangel an Selbstwirksamkeit führen. Und Selbstwirksamkeit ist einfach das Gegenteil von Depressionen. Wer keine Selbstwirksamkeit hat, der wird depressiv. Oder tendenziell. Manches bleibt subklinisch, manches bleibt, geht da drüber. Und ich kann es gut nachvollziehen. Irgendwie. Wenn man sich überfordert fühlt und nicht mal weiß, wo man ansatzweise anfangen soll mit irgendwas verbessern in seinem Leben. Und es geht echt in allen Bereichen so. In allen Bereichen. Man kann auch in einem Job stecken, aus dem man nicht weiß, wie man da rauskommt. In einer Beziehung stecken, wo man nicht rauskommt. In Übergewicht stecken, wo man nicht rauskommt. Oder seine Wohnung so zugemüllt haben, dass man nicht weiß, wie man da rauskommt. Also wenn man einfach keinen Plan hat, wie man irgendwas positiv verändern kann, dann führt das zur Depression. Und manchmal braucht es Leute von außen, die einem Babyschritte-mäßig dahin führen. Ach so, oder, was ich noch vergessen habe, ein Berg voll Schulden und nicht wissen, wie man den abtragen soll. Sowas alles führt zu Depressionen. Und ich habe das Gefühl, je älter man wird, je älter ich auch werde, desto mehr fügt sich das Leben. Ne? Man hat nicht mehr so, die ganze Welt liegt einem zu Füßen und alle Optionen, sondern man schleppt ja seinen Koffer mit sich und auch vielleicht Altlasten, wo man auch nicht weiß, so, was soll ich denn da jetzt machen? Also wenn man jetzt, keine Ahnung, 100.000 Euro Schulden hat und einen Job, bei dem man 2.000 netto oder vielleicht auch nur brutto verdient, dann ist das sieht man nicht mal ansatzweise, wie man da rauskommen kann. Aber da gibt es Leute im Internet, die einem sagen, wie das geht. Und das ist da zum Beispiel mein Finanzguru Dave Ramsey. Und jetzt werfe ich hier wieder schon alles zusammen. Ja, also das hat mich nachdenklich gemacht, beziehungsweise ich habe das immer noch nicht komplett rausgefunden. Doch, ich glaube, ich habe es rausgefunden. Ich glaube, meine Meinung dazu ist, dass das Körperfett nicht depressiv macht, sondern dass die Selbstwirksamkeit aus diesem schädlichen Mechanismus, aus diesem Suchtmechanismus, aus diesem Zwanghaften, was wir häufig mit Essen haben, zu einem Gefühl von Mangel an Selbstwirksamkeit führt und dass man deswegen dann dazu neigt, depressiv zu werden. Und ihr kennt meine Lösung dafür, die Raus aus der Lustfalle-Challenge. Natürlich. Die ist aber jetzt erstmal für längere Zeit nicht mehr, beziehungsweise der neue Online-Kurs geht ja erst nächstes Jahr los. Dann, wenn alle Leute motiviert sind, neu durchzustarten, nämlich halt zum neuen Jahr, mit neuen Vorsätzen und so. In der Zwischenzeit gibt es aber die Website www.rausausderlustfalle.de. Nur alleine Selbstwirksamkeit zu generieren, ist halt auch ein bisschen schwerer, als das in der Gruppe zu tun. Wieder mal daher. Ja, muss ich alle Leute vertrösten auf nächstes Jahr. Aber dann gibt es die nächste Challenge und natürlich sage ich euch rechtzeitig Bescheid, falls jemand sich hier angesprochen fühlt, das Gefühl hat, er ist depressiv wegen seines Übergewichts. Ich habe da was dafür. Nicht von Ratiofarm, aber ich kann das lindern. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein. Ich verlinke euch den Link zum Ärzteblatt unten drunter und dann sehen wir uns am Mittwoch zum Thema Selbstwirksamkeit in Bezug auf Wohnungputz. Das war's. Ich sag ciao. Bis dann, eure Silke. Ach ja, und abonniert meinen Newsletter auf www.silkerosenbusch.de. Auf jeden Fall. Da ist Top-Stoff drin. Bis dann.